junkfoodtaster.com, and this is a candy bar, yeah, milk and cereals, called the Locker or something, Locker. Yeah, and it's from the Alps regions or something. From Italy, here it says Locker.it. Yeah, South Tyrol, Italy. That's right. Here we go for ingredients. Ah, stretched ingredients, unfortunate. Mixed chocolate wafer bar with wheat germ crisps filled with milk cream. Alright, alright, alright. So let's do it, let's eat it. Yeah, before I eat it. Yeah, and I will use this bar for the Facebook quiz. Yeah. Okay. Yeah, before I eat it, I cut it, obviously. Because I always cut stuff, and I think it's also interesting to cut it a little bit here. Yeah. Yeah, basically a waffle hazelnut, I think. No, cereals, waffle cereals, I'm sorry. I think it's fantastic. Yeah. Okay. And I rate this product. Yeah, I rate it Hall of Fame. So it has been a long time since the last Hall of Fame. Yeah, it's super. It is one of the best bar format candies I've ever eaten. Super delicious, super crunchy. It's soft and it's crunchy and delicious, everything. Yeah, you should check it out if you have the chance. It reminds me on this wafers, Neapolitana wafers from the taste wise, but even more exciting, even more crunchy. I'm starting off in German. Okay, das ist Luaka. Ja, ist fantastisch. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also schmeckt so ein bisschen wie die Neapolitana, aber dann nochmal so ein schöner Cerealiengeschmack und so ein schöner Schokoladengeschmack und ein schöner milchiger Geschmack. Es ist fantastisch. Und schön weich und gleichzeitig schön knusprig. Ja, was ja eigentlich sozusagen entgegengesetzte Eigenschaften sind. Perfekt. Ja, und deshalb bekommt es auch wirklich super schöner Milchgeschmack auch. Und deshalb bekommt es Hall of Fame. Ich weiß gar nicht, wie viele Hall of Fame Einträge habe ich. Hall of Fame ist super selten. Also jedes 1 in 50 Produkten oder so, noch weniger. 50 oder 100, das muss ich mal recherchieren. Ja. Also wenn ihr das mal seht, das ist ein bisschen selten, dann probiert das mal. Es ist wirklich, also mindblowing. Also um in die Hall of Fame zu kommen, muss man mindblowing sein. Und das ist das Zeug. Super. Okay, wenn ihr das gegessen habt, sagt mal, wie ihr euch das geschmeckt hat. Ob ihr auch meine Begeisterung teilt oder nicht. Und danke fürs Zusehen.